Hallo Geisterfreunde und Hosenscheißer. Wir sind zurück bei House of Thousand Doors. Wir haben Dr. Gabriel jetzt endlich mal gesehen und sind hier in das geheime Hinterzimmer eingetreten und müssen jetzt diesen Mechanismus irgendwie starten. Dafür fehlt uns noch eine Weltkugel. So, und jetzt mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch irgendwelche... An der hat nichts mehr. Ein Bild. Ein Kissen. Hier unten vielleicht. Ach, genau. Drehe die Sechsecke und stelle das Bild wieder her. Klicke auf eines der Sechsecke, um es zu drehen. Das passt. Das passt auch. Das müsste auch passen. Das passt. Das passt. Das passt. Oh. Passt das? Nein, das passt nicht. Oder? Total schwierig manchmal. Hier mache ich erstmal das. So. Ach, okay, dann doch so. 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 Ah, komisches Vieh. Ach, das hatte ich doch schon. Das ist ein hässliches Vieh. Laterne. Huch. Ist sie kein Meisterobjekt? Nee, oder? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir sind bald im Grande Finale. Er fehlt ja immer noch. Über den Eingang sind seltsame Symbole erschienen. Was könnten sie bedeuten? Ich habe diese Symbole schon woanders gesehen. Ich muss mich an die Reihenfolge erinnern. Ach schon, genau hier hakt. Hier ist er. Schnell. Schnell wieder weg. Wo hat sie denn hier Symbole bereits gesehen? Wir haben ja nur hier die Möglichkeit zu klicken. Aber sonst... Er will aber, dass ich hier in den Raum gehe und nicht ins geheime Büro. Wo sehe ich das gerade? Ah, warte, da ist noch was. Dort gehört ein Buch hin. Ja, da fehlt noch ein Buch. Oh. Oh. Die Hecke. So. Stimmt hier. Oh.
Jetzt können wir das Buch hier einsetzen. So, ein... Okay. Ne, halt, warte, das passt doch, ne? Das passt, dann kommt das hier... Uch, ne. So. Achso, das war's schon. Oh je. Also ein bisschen einfach gestrickt, das Spiel teilweise. Gerade was die Rätsel angeht, naja. So, jetzt die Weltkugel. Also, was passiert jetzt? Das Haus verschwindet wieder. Und Kate, bleibt sie dort? Nein, Kate. Sie hat's noch geschafft. Doch jetzt ist das Haus für immer und ewig weg. Arme Kate. Und sie schreibt ihr neues Buch. Es geht... Ich weiß nicht, wie lange ich im Haus der Lancasters war. Vielleicht gelten dort die Gesetze der physischen Welt nicht. Ich glaube, meine Unentschlossenheit war der Grund, warum ich in die reale Welt zurückgekehrt bin. Ich muss über viel nachdenken. Aber eine Sache ist sicher. Ich habe ausgezeichnetes Material für mein nächstes Buch. Ich kann auch den guten Namen der Fox-Schwestern wiederherstellen, dank Simon, der mir alles gegeben hat, was ich gebraucht habe, einschließlich der Beweise und einer Dokumente. Von heute an werde ich allen... Warte, die sind schnell! Ich hoffe, ich kann ins Haus der tausend Türen zurückkehren. Es ist... Willst du mich verarschen? Wir sehen uns im Haus der tausend Türen. The End. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Es gibt noch ein Bonuskapitel, das werden wir natürlich auch noch spielen. Sorry, dass ich den Text nicht vorlesen konnte, irgendwie war der zu schnell. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, mein erstes Wimmelbildspiel. Ich hoffe, euch hat es genauso sehr gefallen wie mir. Und ich würde sagen, wir klicken uns jetzt einfach mal durch zum Bonuskapitel. Du hast das Hauptspiel vollendet, jetzt kannst du das Bonuskapitel spielen. Das hängen wir natürlich noch hinten dran. Danach sage ich was zum Spiel. Ach, hier, ach, ja, hi. Dear child, it's so good to see you again. Another poor soul needs your help. The ghost of Tom Richardson, a brave lover, is trapped inside the bell house. We are unable to help him, so this heavy task falls on your shoulders. I'm sorry. But I must go. I hope we meet again. Haus ist auf einmal wieder da. Wir machen das schon. Maggie Fox. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Großmutter wieder treffen würde und dass sie meine Hilfe brauchen würde. Und das ist genau das, was passiert ist. Sie hat mich gebeten, dem Geist eines Mannes namens Tom Richardson zu helfen. Ich frage mich, was seine Geschichte ist. Gehen wir nochmal rein in die gute Stube. Kennen wir uns ja mittlerweile schon aus. Gibt's hier eine Karte? In den zweiten Stock. Schade, wir haben leider nicht alle Expertenobjekte gefunden. Aber das macht nichts. Oh, ein Loch. Ist das etwas... Ist da etwas versteckt worden? Ich sollte den Boden aufbrechen und heraus und es herausfinden. Aber erstmal lösen wir natürlich wieder ein witziges Wimmelbildspiel. Ventilator, Bügeleisen, Vorschlaghammer, Porträt, Ölkännchen... Seil, Spielkarte, Sparschwein, Staubwedel. Umschlag. Porträt. Hatten wir ja schon. Bügeleisen. Hatten wir noch nicht. Ei. Krone. Zirkel, den habe ich auch schon gesehen irgendwo.
Hier, Zirkel. Auge. Fliege. Da. Ventilator. Fliege. Seil. Umschlag. Spielkarte. Vorschlaghammer. Ei. Ei. Der Staubwedel. Staubwedel. Wo könnte ich denn noch hin? Hier ist doch nichts mehr. Da kann ich noch irgendetwas öffnen. Ach, da. Spielkarte. Das blöde Ei. Ei, 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 Ei. Ei. Ach, das Ei. Gut, was kriegen wir dafür? Wir kriegen einen Vorschlaghammer. Mit dem Vorschlaghammer können wir das jetzt hier aufbrechen. Und kriegen Puzzleteile. Mit den Puzzleteilen können wir in das Zimmer des Jungen. Ach nee, gar nicht, zumindest Jungen. Meine Finger passen nicht durch das Loch, ich muss etwas anderes probieren. Okay. Bin ich... Ah, hier, da. Setze das Bild zusammen, indem du die einzelnen Teile austauschst. Klicke nacheinander auf zwei Puzzleteile, um sie zu tauschen. Gut, das wird nicht einfach. Kann natürlich sein, dass ich total falsch bin. Oh, ein Rotkehlchen. Na, das ist kein Rotkehlchen. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich falsch bin, also mal ein Stück nach vorne gesetzt werden muss. Yep, es sieht danach aus. Okay, dann... Nein. Ach, das ist gesetzt. Das heißt, ich lag ja gar nicht mal so verkehrt. Aber ich muss verkehrt liegen. Scheiden. So lag ich nämlich doch nicht verkehrt.
ich schlag genau richtig. Und hier haben wir noch ein Stück Ast. Ein Stück Ast, was nach unten geht. Mann, das fordert mich aber jetzt das Rätsel. Moment mal. Ah, die setzen sich fest, okay. Schade. Kommt der Mond vielleicht dahin? Oh, okay, der Mond war falsch. So, das machen wir mal schnell. Beheben wir das Problem. Okay, tut mir leid. Wasch, das passt nicht. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Nee, das hatte ich ja. Das passt. Sudel. Okay, das passt. Gut, dass man das nochmal so schön erkennen kann. Okay, Stück Stock. Ach, okay. dahin, yes. Das müsste dann da oben hinkommen. Das kommt dann dahin. Oder so, genau. Oh Mann. Oh, wie schön. Wir kriegen einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir jetzt zurück. Ach, in den Eingang. In dem Eingang. Wo brauchen wir hier? Ach, da hinten. Nur so aus Neugierde. Können wir wieder alle... Oh, wir können wieder alle öffnen. Ja, es wird so eine kleine Special-Folge für euch, meine Freunde. Wo geht's jetzt hin? Das Haus der Fox-Schwestern. Das ist das Haus, in dem meine Oma und ihre Schwestern gelebt haben. Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich nicht verstanden, was das Haus war. Und die Schatten in den Zimmern und die Gefangenen und die Gänge und die Gängen machten mir Angst. Ach du Scheiße. Ich brauche einen Schlüssel. Goldmünze. Streichhölzer. Spiritismus, Gab oder Betrug? Die Nachricht, dass die Fox-Schwestern während einer Seance Archimedes kontaktiert haben, hat die Welt erschüttert. Die Damen waren nach ihrem Ausflug in die Unterwelt zu müde, um uns ein Interview zu geben. Deswegen war unser Reporter im Gespräch mit Amanda Morris, einer jungen Freundin der berühmten Hellseherin. Brauchst du auch wieder einen Schlüssel? Oh!
Wimmelbildspiel. Bürste, Puppe, Krawatte, Zahnrad, Musiknote, Spielkarte, Gürtel, Eichel. I. Zahnrad. Beil. Eichel. Messer. Das zählt nicht als Messer. Beil. Tannenzapfen. Schleuder. Pfeil. Krawatte. Musiknote, die habe ich ja gerade noch gesehen. War die hier drin? Oder nee, ich meine bestimmt eine andere Musiknote. Die aus dem Husch. Da ist die Puppe. Da fehlt ein Arm. Ach, toll. Ach Gott. Ich muss den Arm annähen. Messer. Puppe. Pilz. Spielkarte. Als ob hier keine Pilze sind, ich bitte dich. Den Schmetterling habe ich auch noch nicht gefunden. Die Bürste. Hier wird aber jemand gebürstet. Pilz. Gürtel. Wo ist der Pfeil? Musiknote fehlt auch noch. Sag doch mal. Schmetterling. Musiknote. Bürste. Oder Handfeger genannt. Den Pfeil. Der Regen macht mich müde. Wo ist denn der Drisspfeil, Freunde? Sagt es mir. 3, 2, 1, 0. Ach, so ein Pfeil, das ist aber auch fies. Eine Schleuder. Sorry, ich brauche etwas. Oh, ein Besen. Um das Kabel durchzuschneiden. Eingeklemmt. Es fehlen scheinbar zwei Porträts. Stricknadeln. Und hier nochmal ein Schlüssel.
Schade. Wo muss ich dann hin? Was kann ich denn hier noch machen? Dafür brauche ich einen... Kann ich da die Münze... Die kann ich nicht. Ach, hier ist noch was. Vielleicht... Die Erde sieht locker aus. Ach, aber nicht so locker für den Besen. Okay. Ah, okay. Hier mit der Schleuder. Schon ein bisschen fies. Mit der Schleuder. Mit dem... Hier können wir dann ein fehlendes Porträt. Ist das so realistisch, dass wir hier vielleicht... Die können wir ja da wieder einsetzen. War das hier? Ja. Boah, da fehlen viele Münzen. Dann gehen wir mal wieder zurück in dieses Zimmer. Und dort können wir dann mit den Stäbchen... Na, das können wir rausholen, das andere nicht, oder was? Naja. Naja, da sage ich erstmal nicht zu. Das wird aber echt eine lange Folge hier. Ordne die Monde im inneren Kreis in der richtigen Reihenfolge an. Klicke nacheinander auf zwei Monde, um sie auszutauschen. Okay, also halb. Achso. Bitte was? Ach, okay. So, das haben wir schon mal. Kann das auch irgendwie drehen? Ne, das ist schon okay. So, das habe ich auch. Das muss nochmal dahin, dann muss das nochmal dahin. Und das kann jetzt mit dem getauscht werden. Ach, das war schon. Und wir kommen ins Haus, was so schwierig verschlossen war. Was haben wir denn hier? Eine Feder. Fox-Schwestern beschuldigen Stadtratkandidat des Mordes. Die weltbekannten Fox-Schwestern behaupten, der Geist von Tom Richardson hätte ihnen erzählt, dass ihn der Stadtratkandidat John Bell ermordet hatte. Nach Angaben der Schwestern lebte Richardson Geist in ihrem Haus, das wohl vorher Bell gehört hat. Bell ist ein guter Christ, deshalb glaubt niemand die Behauptung der Schwestern. Später durchsuchte die Polizei ihr Haus und fand keine belastenden Beweise. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Schwestern für Bells politische Gegner arbeiten und sich selbst die der Verleumdung und des Betrugs bedienen, um Bell zu schaden. Niemand glaubt nur den Worten einer Münze. In Worten einer Münze.
Wo ist der zweite Kerzenhalter? Keine Ahnung. Ich brauche einen Schlüssel. Ach, da oben können wir hin, okay. Brechstange. Der Boden ist eingestellt. Ich brauche einige Bretter, wenn ich weitergehen will. Okay, mit der Brechstange. Ach, können wir doch hier wieder. Nee. Ich dachte, wir könnten einfach vorher ein paar Bretter rausbrechen, die eh schon gebrochen waren. Aber damit können wir das Ding jetzt hier befreien. Und mit dem Porträt können wir die Schatulle hier öffnen. Und kriegen ein sternförmiges Objekt. Ein babylonisches Pulver. Wir können nicht gehen, ohne unsere Gabe weiterzugeben. Jemand muss lernen, wie man mit Geistern spricht und unsere Arbeit fortsetzen. Hier ist eine Anleitung für das Ritual. Male einen Totenkreis. Stelle ein Bild der Person, mit der du sprechen möchtest, in seine Mitte. Dann verbrenne das Bild mit babylonischem Pulver, lege die Asche auf ein magisches Brett und stelle dem Geist deine Fragen. Die Fox-Schwestern, okay. Mit dem sternförmigen Objekt können wir jetzt dahin. Verschiebe die Symbole so, dass sie in den Ringen mit der passenden Farbe liegen. Und eines der Symbole zu bewegen, klicke auf die Pfeile oder tausche es mit dem benachbarten Symbol aus. Verschiebe die Symbole so, dass sie in den Ringen mit der passenden Farbe liegen. Okay. Ah, okay. Ich habe kein Lila und kein Blau. Ah, okay, so ist das gemeint. Das passt. Ich brauche noch Pink. Ich packe gerade nochmal zurück. Ach, den Blauen, der muss noch. Okay, das stimmt ja schon. Jetzt einfach nur noch die beiden tauschen. Und die beiden, wie mache ich das denn? Ah, okay, Moment. Das heißt, die setzen beide mal aus. Setzen die beiden mal aus. Ah, der Moment, das Pinke. So. Das stimmt, ne?
Boah, nee. Sorry, Leute, ich... Keine Ahnung. Die Harfe, der Harfe fehlen einige Seiten. Okay. Hier haben wir gerade nichts zum Reparieren. Hier haben wir ein Stück einer Zeitung. Noch ein Bild. Kerze. Was haben meine Großmutter und ihre Schwester mit Gabriel zu tun? Das ist unglaublich. Wie haben sie sich kennengelernt? Auch wenn dieses Foto Jahre alt ist, Gabriel sieht immer noch genauso aus wie... Auch wenn dieses Foto Jahre alt ist, wurde... Gabriel sieht immer noch genauso aus wie heute. Bleibt er ewig jung? Ist er unsterblich? Lern du mal schreiben, bevor du hier dein nächstes Buch bringst. Bretter. Du Schmönche. Tinte. Das ist eine Sammlung unserer Schriften über Gespenster. Der schändliche Mörder John Bell hat uns mit der Hilfe seines Geldes und seiner guten Verbindung diffamiert. Die Menschen glauben nun nicht mehr an Wunder. Wir können nur hoffen, dass, wenn wir weg sind, jemand kommen wird, der unseren guten Namen wiederherstellt. Mhm. Mit den Brettern gehen wir erstmal wieder hier oben hin. Wenn ich etwas Schweres auf das ein Ende des Bretzes fallen lasse, wird... Ah, okay. Wir haben nichts Schweres, ne? Natürlich nicht. Kommen wir da eigentlich nicht hin? Doch, da kommen wir rein. Ich brauche eine dritte Kerze. Ich benötige einen Totenkreis, also sollte ich den vervollständigen. Okay, du brauchst erstmal noch ein bisschen Farbe, Mäuschen. Die gibt's bestimmt hier. Leim. Eine der Figuren fehlt. Ein Wimmelbildspiel. Eine verdammt lange Folge wird das. Achso, vielleicht sollte ich erstmal... Ja, tut mir leid. Löwe, Ring, Steuerrad, Büroklammer, Handabdruck, Apfel, Bleistift, Sanduhr. Gut. Steuerrad. Tempel. Immer ein Apfel. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Kann ich noch irgendwas? Ah, Foto. Synthese. Pinsel. Pinsel. Korkenzieher. Büroklammer. Schlüssel. Korkenzieher. Ring. Was ist das denn hier? Oh. Radiergummi. Dartfall, den Dartfall hatte ich ja eben gefunden. Ring. Ach, wo ist denn der Dartpfeil? Schlüssel. Sanduhr. Den
Den Dartfall, den habe ich doch eben gesehen. Da oben ist er doch. Dem Bleistift. Pömpel-Schokolade. Pömpel. Schokolade. Bleistift. Wo finde ich nur diesen verfluchten Bleistift? Ich finde den nicht. Danke. Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir jetzt wieder zurück. War das in dem Büro? Was können wir denn hier noch machen? Schönes. Leim. Hier können wir gerade noch nichts machen. Okay, das ist das hier wieder. In den Vorgarten, da war doch was. Hier können wir ja die Münze wieder einfügen. Dann müssen wir wohl doch ins Büro. Ah, das wird eine heftige Folge, Freunde. Können wir hier mal erstmal reparieren. Einige der Buchstaben sind verblasst, ich muss sie erneuern. Nach den Notizen meiner Oma muss ich die Asche von einem Foto auf das magische Brett legen. War denn nochmal der Schlüssel? Dann kann der ja nur da sein. Hier, genau. Kerzenhalter. Miss Fox, wenn Ihre Beschuldigung, John Bell hätte einen Mord begangen, nicht zurücknehmen, werden wir der Welt zeigen, dass Sie und Ihre Schwestern Lügner und Betrüger sind. Unsere Anwälte können das beweisen. Sollte das geschehen, wird Ihr guter Name in den Schmutz gezogen und Sie kommen wegen Verleumdung ins Gefängnis. Es wird Ihnen auch verboten werden, Ihre sogenannten Gaben zu nutzen, nicht einmal zur Unterhaltung. Oi, oi, oi. Böse, böse. War das eine gute Idee, das als Special zu machen? So mit dem Finale alles in einem? Ach. Und wir kriegen einen Pfeil. Ins Büro. Brauchen wir meines Erachtens gerade keinen Pfeil. Da unten vielleicht. Ach.
Das ist eine alte Armbrust. Da fehlt ein Pfeil allerdings. Ist ziemlich gut genug, der Pfeil. Ich wette, das ist ein geheimes Versteck. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ich habe doch mal mit dem Ballon gesehen. Können wir noch damit sicher runterholen. Puh. Kreide. Mit der Kreide können wir aber jetzt den Totenkreis zeichnen. Bisschen schöner, Kate. Können jetzt das... So, mit der Asche können wir wieder zurück zum Brett. War das hier? War schon mal Orientierungssinn, das ist Klasse 8, ja genau. Huch, hi. Child, what a joy it is to know that our family has acquired another powerful medium who's able to not only see ghosts, but also speak with them. Our souls dream of peace, but we cannot leave this world and go to our rest until we make good on our promise to Tom. The cruel John Bell hit poor Tom's remains. Find the bones. Oops. And commit them to the earth. Amanda will help you. Früher dachte ich, ich würde nie Kontakt mit Geistern haben, und jetzt sehe ich und spreche ich die ganze Zeit mit ihnen. Ich brauche nicht einmal mehr ein magisches Brett. Ja, lass Medikamente weg. Meine Großmutter und ihre Schwestern bestätigen mir, dass ihr ein Geist spukt. Aber wo ist der? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hoffe, Amanda wird mir helfen. So, wir können hier noch was machen. Ach genau, die Seite fehlt ja immer noch. Ach, wir haben jetzt ein paar Münzen. Die können wir hier draußen in den Vorgarten einsetzen. Das reicht aber noch nicht, oder? In dem Mädchenzimmer. Huch. Ah, Amanda. Kate, it's good to see you again. Oh. Did you talk with Maggie? My dear friend Margaret Fox. My heart breaks when I think about how I'll never see her again. At least not in this life. Unfortunately, I'm not as gifted as you, and I can't leave this house. But I will help you. Please, take the key to the cursed house of John Bell. Thank you, Kate. Ach, Amanda. Kate. Schlüssel. Jetzt können wir das Geheime. Wo müssen wir denn hin? Da fehlen uns immer noch die Seiten. Das Wohnzimmer vielleicht. Hier? Ja. Achso. Entschuldigung. Das ist das verfluchte Haus von John Bell.
Wegen der Bretter kann ich das Fenster nicht öffnen. Ich brauche ein Werkzeug, dem ich sie entfernen kann. Ein Ruder. Da ist er auf dem Stuhl. Ich brauche aber mehr Licht. Ach, ich sehe es doch von hier. Und so langsam hänge ich fest. das geht nicht. Hier fehlen uns die Seiten. Ein Seanszimmer vielleicht? Hier ist nichts mehr, ne? No. Da fehlt uns immer noch eine Figur. Im Flur haben wir kein Licht. Ah, hiermit können wir aber die Nägel entfernen. Oder die Bretter. Ach, okay. Und erhalten eine Münze. Müssen wir das Fenster öffnen? Nein. Ah, jetzt sehe ich auch was. Eine Schüssel. Der Riegel ist rostig. Ich muss ihn ölen, wenn ich die Tür öffnen will. Ach Gott. Können wir da unten hin? Und da unten können wir jetzt. Was haben wir denn neu bekommen? Ach, im Eingangs. Huch, sorry. Ah, Special-Folge. Können wir denn hier im Eingangsbereich machen? Nichts. Machst du da rein? Ach, da war noch was. Puh. Eine Ruder und eine Schüssel. Hier ist die Harfe wieder. Was kann ich denn hier noch machen? Oh. Schlüssel. Können wir hier? Oh Gott. Nein, da fehlt die Schachfigur. Eine der Figuren fehlt. Ich komme nicht weiter. Gib mir bitte einen Tipp.
Ja, und jetzt? Wow. Danke für diesen glorreichen... Was kann ich denn hier im Eingangsbereich machen? Ich komme doch hier nirgendwo dran. Hallo, helf mir, Freund. Ah. Von der Laterne tropft Öl, vielleicht kann ich das... Ah, okay, perfekt, mit der Schüssel. Das reicht, oder? So, und jetzt können wir nämlich da die Tür öffnen. Ja, mach mir die Tür ruhig wieder vor der Nase zu. Mann, ist das eine Special-Folge. Oh, ein Wimmelbildspiel. Das ist der Geist von Tom Richardson. Ich muss einen Weg finden, um auf die Insel zu gelangen. Was ist mit dem Boot? Das Boot ist so weit weg, dass ich einfach so einsteigen könnte. Wimmelbild. Nein, das wird deshalb eine Special-Folge, weil wir haben das Ende ja erreicht und wir suchen jetzt einen Kürbiskopf, Schachfigur, Schallplatte, Kleiderbügel, Schraubenzieher, Fernglas, Eisenbahn, Schlinge, Spinne, Kleiderbügel, Bäcker. Schraubenzieher, Schachfigur. Spinne. Flugzeug. Metronom. Spiegel. Schlüssel. Hab ich. Fernglas. Kürbis. Jetzt ist es erst ein Kürbiskopf. Wecker. Eisenbahn. Peitsche. Och, Peitsche. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Eisenbahn. Schallplatte. Perfekt. Metronom. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie noch mal ein Metronom aussieht. Ich weiß leider nicht mehr, wie ein Metronom aussieht. Ach, das, okay.
gut. Entschuldigung, mein Fehler. Und wir kriegen einen Schraubenzieher. Mit dem Schraubenzieher können wir in das Zimmer des Jungen. In das Jungenzimmer. Ah, ein bequemer Kindersitz. Okay, ist also noch zwei Schrauben befestigt. Kriegen einen Pfeil. Mehr nicht. Mit dem Pfeil können wir doch... Ach, hier die Armbrust. Und damit können wir dann das Boot wahrscheinlich wieder an Land holen. Ach, Hinterhof, da bin ich ja falsch. Oder? Nein. Kriegen die letzte Figur, können jetzt aber mit dem Boot... Boah, warum hakt das denn hier so? Woche 2 Ruder. Natürlich. Natürlich, braucht er 2 Ruder. Stelle die Figuren dorthin, wo sie hingehören. So, perfekt. Juhu, ein neuer Gang. Haben doch jetzt bald alle Räume, ne? Das geheime Zimmer. Ich habe einen geheimen Raum gefunden, von dem vielleicht sogar meine Großmutter und ihre Schwester nichts wissen. Sieht so aus, als wäre jemand mehr hier gewesen, seit Belle in dem Haus gewohnt hat. Vielleicht finde ich hier die Beweise, die ich brauche. Okay, jetzt fehlen nur noch 2 Räume. Eine Rasierklinge. Meine Hand passt leider nicht durchs Loch. Okay, muss das sein? Wir haben es ja fast geschafft. Da ist er unter dem Teppich. Ich muss das Bett anheben. Ja, dann heb es doch an. Hierfür benötige ich noch einen Schlüssel. Ist ja was ich lösen kann. Natürlich eine dumme Frage. Gehen wir mal hier hin. Ach, der Stein, genau. So, damit können wir dann schließlich wieder zurück hier hin. Die Schublade öffnen. Huch. Das lese ich hier vor. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Es gehörte Jessica, Bells Tochter. Tom und Jessica liebten einander, aber durften wegen einer Familienfehde nicht zusammen sein. Also benutzten sie eine Liste, um sich zu sehen. Aber ihre Leidenschaft endete in einer Tragödie. Oh je. Oh je, Mini. Da war da noch was. Was für ein Reifen? Hafenseiten. Ach so. So, damit können wir jetzt schön Harfe spielen. Dili, dili, dili. Oh, schön. Huch. Leiste mit Blumen. Mit der Leiste mit Blumen können wir nun... Hier? Wimmelbild.
Über eine Stunde pure Action. Geknackte Nuss, Krone, Patrone, Zeiger, Gartenschere, Ohrringwaage, Trauben. Geknackte Nuss. Okay, wir müssen jetzt nur noch eine Nuss finden. So, das Ei. Die Zange. Eine Wäscheklammer. Ein Boomerang. Boom, 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 Boomerang. Ohrring. Boom, 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 boom. Gartenschere. Boomerang. Baseballschläger. Der Armreif. Die Patrone. Gartenschere. Die Münze. Eine Waage. Und der schüttelt die Trauben. Die Krone, ach, da ist die Krone. Da sind die Trauben. Den Zeiger. Zeiger, boah, das ging ratzfatz. 2 Minuten. Und wir kriegen eine Gartenschere. Mit der Gartenschere können wir jetzt in den Hauseingang und diese Sachen durchschneiden. Schnibbeli schnapp. Und nun da rein. Haben wir jetzt nicht alle Räume gefunden? Na, die geheimnisvolle Insel fehlt noch. So, da kannst du mit dem Besen machen, das sehe ich doch schon. Ah, okay. Nein. Ich kann es mir schon denken. Drehen, was das Zeug hält. Ah. Drehe die Kreise und stelle so das Bild wieder her. Ist nicht egal, in welche Richtung. Nee, 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 nee. Das muss ja dann diese Blume sein. Ach, okay. Genau, wir müssen uns da dran richten. So war's. Das? Ach ja, gut. Ich verstehe. Gut, das ist fest. Ist noch nicht fest. So. Hier dein Fuß. Dem. Okay, das muss wieder weg.
Was fehlt ihm denn hier, dem jungen Kamerad? Ach, okay. Das Teil, genau, das Teil könnte ihm gehören. So, und ihm fehlt jetzt noch ein Stück Flügel. Genau. Aber das gehört nicht dazu, das gehört nämlich ihm dann noch, dem Herrn. Haare. Total verwirrend hier. Oder gehört? Hatte ich das nicht so? Oh Mann, ich nehme ab. Es tut mir leid, die Konzentration sinkt etwas. Logischerweise. Die Schachtel ist verschlossen. Ich brauche einen speziellen Schlüssel, um sie zu öffnen. Na ja, klar. Finde und klicke auf eine Gruppe von Blumen, die der am unteren Bildschirmrand dargestellten Gruppe gleicht. Okay. Ah, okay. Weiß, rot, ja, ist doch. Weiß, rot, blau, gelb. Weiß, rot. Okay, gut. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss alle Bilder anklicken. Rot, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Okay. Hätten sie ja mal ein bisschen besser beschreiben können, ne? Dies ist die letzte Seite von Jessicas Tagebuch. Ihr Vater entdeckte die Wahrheit, aber sie und Tom und die Wahrheit, aber sie und Tom und ging zu Tom, um mit ihm zu reden. Was? Während ihrer Unterhaltung hat Belle Tom gestoßen und Tom gestolperte und schlug mit dem Kopf auf einen Marmortisch. Belle versteckte Toms Körper und Jessica schwieg, weil sie ihren Vater nicht ins Gefängnis bringen wollte. Jetzt weiß ich, wo ich Tom finde, hinter dem Fass im Keller. Ja, war da nicht drin? Eine Münze. So, Tom.
hier eine zweite Route aufgenommen. Zeichen, ziehe in der richtigen Reihenfolge an den Seilen. Wenn die Reihenfolge korrekt ist, bleibt das gezogene Seil unten. Woher soll ich das ahnen? Ah, Moment mal. Nein. Vielleicht das. Das. Moment, das. 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 Okay, das ist das erste. Was ist denn hier für ein Trick? Ich komme hier nicht so ganz. Was ist denn hier der Trick? Ah, das hatte ich doch schon. Noch fast genau die identischen. Runter, hoch. Ah. Ach du Scheiße. Dann das. Nein. Ach Leute, woher? Was? Ich bin echt müde. Okay, das hatte ich. Das habe ich auch. Oh. Oh. Okay, die beiden hatte ich. Hä? Ich probiere es mal alle durch. Okay, also das nicht. Oh Mann. Ey, willst du mich verarschen? Bin ich denn doof? Ja. Puh,
ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Leck mich doch am Arsch. Das hatte ich doch auch schon. Ach nö. Gut. Da ist mir doch zu blöd. Leck mich doch am Arsch. Sorry. Komm an, folgen ob, ey. Ist das für... Oh. Ist das denn für ein krankes Special? War so schwer, ich muss den Wein herauslassen. Da fehlt der Hebel. Oh mein Gott. Was ist das nur für ein Special? Tut mir leid, wenn ich ab und zu ein bisschen sauer werde. Ich kann nur... So, ja, bleib hängen. So, ruder rüber zum Tom. Send you. I knew someone would come. Please help me. I've been trapped here for what feels like forever, and the darkness is tormenting my soul. I beg you, find my body and the half of the Cupid pendant Jessica gave me. It was the symbol of our love. Our souls cannot reunite without it. Okay, verstanden, Chef. Was haben wir denn hier? Eine Schaufel. Jessica, bitte vergib mir alles, was ich getan habe. Habe ich für unsere Familie getan. Liebe deinen Vater. Okay. Nicht entfernen. Ich sollte den Stein zerbrechen. Natürlich mit der Schaufel nicht. Das war auch total... Echt, was fällt mir denn ein? Mit der Schaufel kann... Was kann ich denn damit machen? Ach, hier kann ich ja die Münzen einsetzen. Habe ich eigentlich bald mal genug Münzen? Nein. Ich glaube es nicht. In den Hinterhof. Hinterhof. Kann... Oh, ein Wimmelbildspiel. Das Bonuskapitel dauert fast länger als das ganze Spiel. Blumenkopf. Blumenkorb. Brennholz. Vogelteller. Lineal. Stethoskop. Nest. Auge. Okay. In den Korb sollten drei Blumen liegen. Eins. Zwei. Drei. Korb. Gartenschere. Haken. Stethoskop. Backstein, Kröte, Streichhölzer, Besen. Nest, Hammer, Besen, Lineal. Haken. Teller. Brennholz. Auge. Ich finde kein Auge. Wo? Schissen! Dem Fohlen fehlen seine Flügel. Wo sind sie? Da.
Es ist nur noch ein Auge. Komm schon, das schaffst du. Ah, halt, war das nicht irgendwo drauf gekritzelt, das Auge? Auge. Uff. Mit dem Hammer können wir... Ach, genau, das Medaillon rausbrechen. So, die Hälfte fehlt. Die ist doch bestimmt da drin. Also, da, wo wir jetzt die Münzen einsetzen. Wir haben nämlich genau keine Münze. Oh Mann. So, damit konnten wir was aus der Ritze ziehen. Hier, Ritze. So, und jetzt ist das Spiel vorbei. Nein, Spaß. Die Rasierklinge, ach, hier für das Bild. Finden eine weitere Münze. Reicht das schon? Ach ja, das muss reichen. Reicht nicht. Ich habe aber keine Sachen mehr. Dann habe ich die hier irgendwo übersehen. Oder kann ich hier irgendwas anschmeißen? Nee. Gut, dann habe ich eine Münze übersehen. Oh. Buchstabe L. Hufeisen. Trichter. Geriebener Käse. Spitzhacke. Geriebener Käse. Schnecke. Ein Rad. Thermometer. Knochen. Knopf. Ein Boom, 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 Boom. Ein Knochen. Ein Rad, ein Fäustling, eine Maske, eine Zeitung und Aale. Poh, Rekordzeit. Wir kriegen eine Münze, bitte, eine Spitzhacke. Mit der Spitzhacke können wir da oben hin. Spitzhacke machen. Haben wir hier sonst nichts oder habe ich hier irgendwas übersehen? Vielleicht mit der Spitzhacke hier auf Tom. Ah! Moment, ich habe da so eine Idee, aber das kann ja gar nicht sein. In den Keller. Aber das kann nicht sein.
Nehmen wir jetzt hier einfach noch reinschlagen. Ist ja auch so einfach. Irgendwas haben wir doch hier übersehen. Haben wir eine Münze? Oh, ich habe keine Ahnung, wofür wir... Wenn das mal kein Special wird. Hier irgendwas? Nee, ne? Ich muss den Tipp nutzen, ich habe keine Ahnung. Fehlt noch eine Münze. Ne, ich muss den Tipp nutzen. Wo lenkt... Oh. Der will zur Insel. Was habe ich denn hier übersehen? Och Gott. Es tut mir leid, ich bin müde. 2 Uhr morgens, 2:30. Jesus Christus Maria. So, wenn irgendwas nicht passt, ey, dann raste ich aus. Also wenn jetzt irgendwas von Aufnahme falsch ist. Klicke auf die Knöpfe mit Pfeilen, um die Münzen dorthin platzieren, wo sie hingehören. Okay. Gold. Drüber, Gold, drüber. Gold. Gold. Nein, genau andersrum. Und hier muss jetzt das Herz drin sein. Nein, hier ist ein Hahn drin. Und somit Spiritismus, Gabe oder Betrug. Ach, das hatten wir schon. Damit können wir jetzt endlich den Wein rauslassen. Ah, nicht viel drin im Fass. Und hier ist jetzt der tote Körper, den wir jetzt erstmal rausschlagen müssen. Genau. Ach. Oh, das Spiel ist schon heftig. Ist das Ende von House of Thousand Doors? So, Liebe ist wieder vereint. Ganze Medaillon.
Das geben wir jetzt ihm hier. Vereint. Und dort ist sie. Seine Freundin. Oh, hübsche Freundin. Nun küssen sie sich innig und sind wieder vereint. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, liebe Freunde, wir haben sowohl das Hauptspiel als auch das Bonuskapitel durchgespielt. Hey. Mehrere Stunden pure Anstrengung, Verzweiflung, kurzer Rage-Modus am Ende und dafür über anderthalb Stunden Special erwarten euch mit dem Ende des Bonuskapitels, direkt zwei Finals. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die netten, lieben Kommentare, für eure Meinungen, für euer Feedback zu meinem Video. Es freut mich immer wieder, dass ihr so geil hinter mir steht und immer was von euch hören lasst. Ich lasse ja auch immer was von mir hören, ne? Vielen Dank und ja, mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Mal sehen. Vielleicht wieder ein Wimmelspiel. Ich weiß es nicht. Bis dahin. Tschüss.